zur Musik hier im MoMA Café. Ihr Debütalbum vor 3 Jahren war geprägt von Erinnerungen an ihre alte Heimat. Thabile ist im Township Soweto von Johannesburg in Südafrika aufgewachsen, lebt aber mittlerweile seit vielen Jahren hier in Deutschland, in Stuttgart, um genau zu sein. Und um die Zeit zum nächsten Album, das nächstes Jahr erscheinen soll, ein bisschen zu überbrücken, hat sie jetzt 5 Titel rausgebracht, alle zu einem Thema. Zum Thema Liebe nämlich. Thabile präsentiert sie in ihrer Mischung aus Soul, Jazz und Afrobeat. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass sie auf der MoMA Café-Bühne steht. Guten Morgen. Schön, guten Morgen. Thabile, ein wunderschöner Name, der aber auch eine wunderschöne Bedeutung hat, nämlich Glück. Ja, richtig? Genau. Ja, da muss ich Sie natürlich zum Glück fragen. Was bedeutet Glück für Sie? Die einfachsten Dinge im Leben. Genau, weil du brauchst nicht viel, glücklich zu sein. Ja. Einfach eine Lächeln von einem Kind kann dir eine zum gute Laune bringen, weißt du? Sehr schön. Ja, Sie kommen ja aus Soweto. Ihre Mutter war Gospelsängerin, habe ich gelesen. Sie kamen dann nach Europa, haben in Innsbruck Wirtschaft studiert. Richtig. Wohnen jetzt in Stuttgart, stehen auf der Bühne mit ihrer Musik. Ein weiter Weg, irrer Weg eigentlich, oder? Ja, genau. Also ich plane einfach, meinen Weg weiter zu Musik zu machen. Ich habe ein Album nächstes Jahr. Das kommt raus im März oder so. Ja. Einfach Musik und ja, who knows what the future brings. Genau, wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir wissen aber jetzt, was jetzt das MoMA Café und das ZDF Morgenmagazin bringt, nämlich Thabile. Wir freuen uns sehr auf den einen der 5 Songs, die Sie jetzt rausgebracht haben. Ja, und an der Stelle verabschieden wir uns schon mal von Ihnen, liebe Zuschauerinnen. Wir kommen gleich nochmal hoch nach der Musik. Natürlich, das genau, stimmt. Das ist heute ein bisschen anders. Freuen uns jetzt aber auf Thabile mit Nobody Knows. Nobody knows, but it's for real. Nobody knows, he's misunderstood. Ain't no big spender, but he is so tender. Got me feeling good. Your hate on this love, I just returned to sender. Tall, dark, and handsome, no. Moolah, moolah, no. But for me, at least I know he will work and steal and he borrow. Nobody knows, but it's for real. Nobody knows how it make me feel. Nobody knows, nobody knows. They say he's a sinner man, but I don't care. For me, he's always there, a man with a plan. Make me smile, he goes fine, yeah. Tall, dark, and handsome, no. Moolah, moolah, no. But for me, at least I know he will work and steal and he borrow. Nobody knows, but it's for real. Nobody knows how it make me feel. Nobody knows. Too, but everyone, they doubt my IQ. Mama said I'm a fool for love. Friends said get the coin, not free love. I told Echebe that he lied from the start, cause I think we'll never fall apart. Nobody knows, but it's for real. Nobody knows how it makes me feel. Nobody knows. Nobody knows. Thabile mit Nobody Knows und hier klatschen Kameraleute und die Crew, weil wir natürlich hier im MoMA Café seit rund 1,5 Jahren kein Publikum haben. Sehr schade, aber dann müssen wir einfach nochmal wiederkommen. Wenn wir dann wieder hier 100 Leute sitzen. Kommen bessere Zeiten hoffentlich. Jetzt aber, Andreas, verabschieden wir uns schon mal vom Publikum. Und von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es, das ZDF Morgenmagazin. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Genau, ein Donnerstag, der spannend wird. Wie gesagt, jetzt gleich ab 9 Uhr will der Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz abstimmen. Und ab Mittag dann auch noch die Bund-Länder-Konferenz, über die wir berichtet haben. Und wir sind wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und über all dies
Das werden Sie natürlich heute Abend im ZDF in den Nachrichten sehen und bei uns wieder morgen früh ab 5.30 Uhr. Also bis morgen und dir eine gute Nacht. Ja, dir auch. Tschüss, Ariel. Tschüss, bis morgen.